Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht. Eigentlich eine von Strandparty. Mit solchen Hure. Solche HRO. Heiliges Römisches Imperium? Keine Ahnung. Jedenfalls von Strandparty, von Seuche und von Mahoni vom Clan. Er macht mich fertig. Also ich denke mal, es heißt Free, weil die 3 in Leeds ein E ist. Ansonsten ist es Freie. Ach, Freie. Nein, 3. Ach, ist ja egal. Es ist wahrscheinlich Free. Jedenfalls hat Strandparty eingesendet. Ich entschuldige mich jetzt schon direkt für diesen Ausrutsch. Ausrutscher kann man ja fast nicht mehr sagen. Es ist schon eine Ausrutschparty hier. Diese Exkursion in die Möglichkeiten der Namenswahl und deren Bedeutung. Naja, die Mecklenburg, wie wir sie kennen, flüchten wir uns in das Schiff. Ist ein Stufe 10 Schiff mit dem kleinsten Kaliber der deutschen Schlachtschiffe hier, zumindest auf dieser Stufe. Wir haben hier 305 mm, dafür 4x4. Und ist, man könnte es durchaus so beschreiben, eigentlich ist es auch genau das genaueste deutsche Schlachtschiff in Stufe 10 im Spiel. So, das trifft es wahrscheinlich. Hier werden... Ja, ich will nicht sagen, alle Tage mal wieder grandiose Ergebnisse mit diesem Schiff erfahren, aber doch, liefert stabil guten Schaden. Ich glaube, das kommt tatsächlich hin. Warum? Weil wenn ein Schiff schnellen Reload und kleines Kaliber hat, dann ist es meistens stabiler, was den Schaden betrifft, als ein Schiff, das extrem langen Reload und ein großes Kaliber hat. Also extrem lang natürlich im Vergleich. Wir sprechen hier nicht von 4 Minuten oder so etwas, sondern anstelle von 22 Sekunden haben wir dann halt 40 Sekunden. Das haben wir hier, 22,9. Ne? Gut geschätzt, mit je nach Skillung immer unterschiedlich. Deswegen können wir bei diesem kleinen Kaliber mit diesem mehr an Nachlade oder mehr an Reload, so Nachladegeschwindigkeit, auch öfter mal Haie schießen und es ist nicht tragisch. Wie gut man damit performt mit Haie, hängt natürlich davon ab, welche Schiffe man beschießt, aber in großen Teilen tatsächlich, wie gut die Brandwahrscheinlichkeit damit ist. Und das liegt in Wargames, in Wargamings Gottes Hand im Brand RNG. RNG, Random Number Generator, für all jene, die es noch nicht wussten. Das ist quasi in Kurzum der Zufall. Der Zufall. Oder eigentlich die Wahrscheinlichkeit in Prozent, je nachdem auf welches Schiff man dann noch schießt, reduziert, wann ein Schaden, wann ein Brand kommt. Um das gleich zu verifizieren, wenn hier steht 29% Brandwahrscheinlichkeit, bedeutet das nicht, dass in 29 von 100 Fällen zu 100%, also immer ein Brand dann kommt. Sondern das bedeutet, es ist eine 29%ige Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt. Ihr könnt 1000 Mal auf ein Schiff schießen und bekommt keinen einzigen Brand. Ihr könnt 2 Salben drauf schießen und bekommt 3 Trippelbrände. Das ist theoretisch Möglichkeit. Das ist theoretisch möglich. Das ist theoretisch eine Möglichkeit. Diese 2 verschiedenen Varianten wurden bei mir zusammengefasst in das Kribus-Krabus-Experiment, das ihr gerade gehört habt. Und jetzt die schöne AP-Salbe auf eine Breitseite zeigen der St. Vincent. Ah, sie hat abgedreht und dementsprechend kamen wir zu kurz und haben ins Torpedoschott anstelle in die Zitadelle geschossen. Ansonsten wäre sie nicht so gut gepanzert und man könnte massiven Schaden machen. Ja, ihr seht schon, wir haben ja 11 Kilometer Reichweite der Sekundärartillerie. Das könnte ja ein bisschen eine interessante Skillung sein. Fehlt dann hier nur noch die Flagge für die 11.3 oder wie genau kommt das zustande? Das werden wir uns hoffentlich in den Endscreens ansehen können, wenn Strandparty sie uns mitgesendet hat. Wie gesagt, ihr werdet euch jetzt denken, wie kann der Prime nicht wissen, ob Endscreens hier mit dabei sind oder welche? Das liegt daran, dass ich die Dinger zufällig auswähle. Wenn ich mir die Endscreens ansehe, dann würde ich ja sehen, ob es guter Schaden ist oder nicht. Dementsprechend würde ich auch ganz anders kommentieren. Dementsprechend würde ich mir etwas anderes erwarten. Aber nein, völlig blind gehen wir in dieses Replay rein. Damit wir, naja, ich kann ja sagen, oh, die Mecklenburg ist schon sehr nah dran für ein Schiff dieser Größe und dieser Beweglichkeit. Zudem, wenn wir zu nah hinter Inseln stehen, können wir wenig beschießen, weil die Insel halt im Weg ist, offensichtlich. Das ist vielleicht keine schlaue Idee gewesen. Würde ich zum Beispiel oder könnte ich jetzt sagen, wenn jetzt am Ende aber eine 500.000 Schaden ist, weil er alles rausgenudelt hat auf dieser Position, dann
wäre es eine andere Geschichte. Dann hätte ich ja quasi Unrecht gehabt. Oder ich hätte trotzdem Recht und es ist nur ein Zufall. Oh, und jetzt AP drin haben. Das wär's. Strandparty muss umschalten auf AP. Egal, ob die Yamato eindreht oder nicht. Da ist der Doppelbrand mit 14k. Wir sind immer noch auf High. Denn es könnte ja sein, dass die Yamato nicht eindreht. Und man dann gut Schaden mit AP machen kann. Und es sieht zwar aus, als würde sie eindrehen, aber sie dreht nicht wirklich schnell ein. Und der Winkel hätte nicht mehr gereicht, aber man hätte ja trotzdem noch mal drauf luschen können. Und ihr seht schon, Sekundärartillerie hilft hier mit. Wir haben 38 Treffer, das ist leicht weniger, als wir bei der Hauptartillerie haben. Aber auf 11 Kilometer, naja, meine zum Beispiel ist nicht auf Sack. Meine ist auf Überleben gestellt, weil um Sekundärartillerie zu spielen, habe ich die Schliefen, habe ich den großen Kurfürsten, habe ich die Preußen, wenn ich möchte, auf dieser Stufe. Theoretisch habe ich auch noch, aber habe ich nicht. Aber man hätte die Ohio, wenn man das denn da möchte. Alle Schiffe auf Sek, nur weil es möglich ist. Und dann noch mit dieser Hauptartillerie. Na, hier leben wir durch das kleine Kaliber von mehr Schüssen, von mehr Granaten, die treffen. Oder eben auch von Hai. Da ist es ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich in der Sekundärabteilung shoppe, um im Nahkampf dann, am besten noch mit den Torpedos, das Ziel, das ich gerade zum Brennen gebracht habe, noch finische. Das könnte jetzt ein Fehler sein, also ein Anzeigefehler, oder auch die Realität, dass hier die Ruprecht, wenn der Kurfürst automatisch an ist und wir deswegen die Yamato nicht treffen, könnte aber auch ein Anzeigefehler sein vom Replay. Dass tatsächlich die Yamato angewählt worden ist, aber es im Replay falsch dargestellt worden ist. Aber wie gesagt, könnte auch so sein, weil Wargamings Zielmechanik ist unter aller Sau. Meistens dauert sie zu lange, bis sie aufwählt, schlappe 5 Sekunden teilweise, wenn kein anderes Schiff in der Nähe ist, richtig lästig. Andererseits, wenn zwei Schiffe nebeneinander sind und man vorhalten muss, dann versteht Wargaming das auch nicht. Ihr eigenes Spiel, dass man auf ein sich bewegendes Schiff halt mal vorhalten muss und wählt dann das Schiff davor an. Ah, es ist, ich würde gerne sagen, es ist ein Segen, aber es ist ein Fluch und es ist kein Segen, also kein Fluch und Segen zugleich, es ist einfach nur ein Fluch. Gut, da kommt jetzt eine Wooster, die Wooster muss ja einen Turn hinlegen. Jetzt, spätestens jetzt würde ich auf AP laden in der nächsten Salve. Normalerweise wird sie jetzt links von sich aus reindrehen, aber da die Sherman tot ist, hat sie das theoretisch gar nicht mehr nötig. Dann könnte sie als nächstes auf C fahren, aber da so viel ist, auch die Sau, ist es vielleicht ein bisschen schwierig und vielleicht wird sie das nicht machen. Aber weil etwas dumm ist, bedeutet es nicht, dass es nicht gemacht wird. Sie müsste jetzt auch von hier verschwinden und sollte nicht Breitseite stehen. Und wir erwischen sie, wie sie Breitseite steht. Wie schon gesagt, nur weil etwas dumm ist, heißt es nicht, dass es nicht gemacht wird. Gut, dass Strandparty das auch so gesehen hat und auf AP umgeladen hat. Ah. Das war schön und hässlich zugleich, wenn man das sagen kann. Ne? Das hätte eigentlich durchaus einfach eine Doppelzitadelle oder eine Dreifachzitadelle sein können. Oder eine andere Granate von den 16, die wir da drauf gepallert haben, hätte noch in die Zitadellenpartition kommen können. Aber nein, Wargaming hat gemeint, eine Zitadelle reicht. Denn Breitseite fahren darf nicht bestraft werden. Ansonsten wären die Gefechte ja schwuppsdiwupps vorbei. Und die Leute würden sagen, Cheater, du kannst doch gar nicht so viel Schaden machen, Breitseite fahren ist cool, wie soll ich denn alle meine Geschütze ins Ziel bringen, wenn ich nicht Breitseite zeigen darf, das ist ja blöd, dann kann man die anderen ja streichen. Oder was Gott sich auch sonst noch Leute einfallen lassen, um Breitseitenfahrten zu erklären oder zu legitimieren. Die Möglichkeit besteht einfach nicht. Eine Breitseitenfahrt ist scheiße. Wenn man es nicht sieht, dann sieht man es halt nicht. Wenn man zu weit rausrutscht, dann rutscht man halt zu weit raus. Aber man braucht keine Ausreden dafür erfinden. Weil man auf die Scheiße Zuckerguss gibt, ist darunter einfach immer noch scheiße. Und wenn man Scheiße mit Zuckerguss frisst, dann nach was wird es wohl wahrscheinlich schmecken. Gut, lassen wir das. Vielleicht haben wir Glück bei der Sau. Die fährt auch Breitseite. Das, meine Damen und Herren, genau das ist befriedigend. Das ist wirklich befriedigend. Nun denn,
Wir sind in Minute 9 und 30 Sekunden. Wie wir sehen, hat das Team weder Kosten noch Mühen gescheut, die Gefechtszeit dieses Gefechts so kurz wie möglich zu halten. Aber wir schaffen es tatsächlich in die zweite Halbzeit. Also in die zweite Hälfte des Gefechts. So. Eine Halbzeit ist ja egal. Also ja, die zweite Halbzeit. Das ist doch vollkommen korrekt. Gut, dann haben wir jetzt hier einen großen Kurfürst. Normalerweise sind wir diesem Schiff überlegen. Wir haben, wenn es mich nicht täuscht, dieselbe Panzerung. Aber wir haben Torpedos. Ja, wir haben nicht das Kaliber. Aber ich glaube, wir haben nicht dieselbe Sekundärartillerie. Da müsste ich noch einmal nachschauen. Ich glaube, die Mecklenburg ist dergleichen ein bisschen schwächer aufgestellt, was das Kaliber betrifft. Wenn es mich nicht ganz täuscht, dann haben wir nur die kleinen Geschütze auf der Mecklenburg. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist das Problem, wenn man sie nicht auf sekundäre Artillerie fährt, dann bin zumindest ich mir nicht mehr bewusst, was das Schiff da hat. Gut, aber das soll ja kein Problem sein. Wir haben 34.000, der Fürst hat noch 58.000, aber nichts, was die Torpedos nicht regeln können. Oder was eine gedrungene AP-Salve nicht regeln könnte, weil es könnte sein, entweder dreht er weg, der Kurfürst, ne, macht er nicht, dann brauchen wir keine AP, können aber trotzdem, die Aufbauten sind weich genug, wir kommen durch die Geschütze frontal durch auf diese Entfernung, da kann man auch theoretisch Schaden machen oder einfach so die Aufbauten. Der Vorteil, wenn ein Schiff für der große Kurfürst erstmal halb zum Stehen kommt, ist, dass er nicht mehr in Schwung kommt. Wir können also in aller Ruhe an ihm vorbeifahren, ohne dass er uns rammen kann. Das ist sehr angenehm. Wir haben echt zwei Torpedos verfehlt. Warum hat er nicht gewartet und sie reingesetzt? Aber er erledigt den Rest noch mit einer schönen AP-Salve, weil die Geschütze des Fürsten nicht hinterherkommen. Ihr habt gesehen, er hat von HE auf AP gewechselt und auch wenn keine Möglichkeit besteht, den Kurfürst zu zitadellieren, hat doch die schiere Anzahl an Granaten gereicht, die durch die Panzerung durchgegangen ist, wie warmes Wasser durch Butter, quasi dann vom, also durch die äußere Panzerung, dann innen an der Schrägpanzerung abgeprallt, also nicht in die Zitadelle gekommen ist, nach oben geleitet wurde in die Kasematte und dort diese Penetration in diesen schweren Schaden verursacht hat. Ah, ist einfach schön, 24.000. Allerdings sind wir jetzt weit ab von Schuss. Es hat uns wertvolle Minuten gekostet, in denen der Gegner die Zeit genutzt hat, sich noch weiter zu dezimieren. Dementsprechend müssen wir jetzt vollen Antrieb, also volle Energie in den Antrieb setzen. Warp 9,8, bitteschön. Nein, Spaß beiseite. Wir haben hier eines, was auf vielen anderen deutschen Schiffen fehlt. Wir haben Reichweite. Und wir haben die Genauigkeit, theoretisch, um die Reichweite auch adäquat nutzen zu können. Das ist dann schon mal eine Ansage. Doch wenn wir auf eine Ohio wahrscheinlich nicht den massiven Schaden machen werden aus dieser Entfernung mit unseren 305 mm, reicht auch eine HE-Salve, um ein Brändchen zu machen. Wenn, und das ist das, wenn die Yamato um die Ecke kommt und das aufdeckt. Allerdings bitte nicht so. Ich habe gerade ein Horrorszenario vor mir, wie Pak Choi, Porcio. Es ist nicht Absicht, die Namen falsch auszusprechen. Aber wie kommt man darauf? Egal. William Marco wird hoffentlich auch nicht Breitseite rumkommen, so wie Mr. 457 in seiner Yamato. Ansonsten können die Kremlin, wenn sie ein bisschen links gedreht hat, mit gesamter Waffengewalt von 3x3 457 mm, die dann Breitseite um die Insel kriechende Yamato empfangen. Und das wäre, das war fatal für die Yamato. Ihr seht, hier hat sie schon einmal 11.000 gefressen. Wo steht jetzt der Kreml? Das wäre noch interessant. Oh, was wäre das Kurilste, was passieren könnte? Er könnte rückwärts rausfahren und die Yamato rammen. Das wäre das Kurilste tatsächlich. Nee, er hat die Gelegenheit genutzt und fährt weg, um auf die Sau zu treffen, die drei Viertel voll ist. Der Kreml ist noch... Ah, St. Vincent hat die Yamato gelöscht. Hm.
hat die Führung übernommen. Und die Yamato hat die St. Vincent gelöscht. Aber war die Yamato nicht mit 80.000 Trefferpunkten gerade noch so voll? Unser Sieg ist in Sicht. Naja, nichtsdestotrotz gewinnen wir das ohne Probleme. Die Haaland hier, die wird gleich, ich hoffe mal, von der Sau erledigt. Ich denke mal nicht, dass die Ohio das machen kann. Wobei die Sekundärradler der Ohio macht schon starken Schaden, wie man hier sieht. Strandparty hat ebenfalls umgeladen. Hier haben wir noch eine super sexy Overpenetration. Ja, ein Tausender ist okay. Das ist ein 19. Nicht ganz ein 20. leer, weil es unter 1000 war. Das Gesamttrefferpunkt der Puls. Aber die Sau kriegt sie da noch eine Salve raus? Da geht es um wenige Meter wahrscheinlich. Nee. Ah, leider nein. Und so zieht sich das Gefecht. Aber würde ich auch machen, als Haaland, würde noch so viel Schaden machen wie möglich. Das ist schlau. Oh. Nein, das Replay ist stehen geblieben. So, wir können es ein bisschen beschleunigen, damit wir das sehen. Das ist eine Salve von der Sau. Großartiges passiert nichts mehr. Selbst wenn wir noch die Haie verlieren oder über Punkte gewinnen. Oder tatsächlich, da haben wir es. Ja, die Sau. Und am Ende sind es dann 295.000 geworden in einer Mecklenburg. Ah, da, wo die Yamato noch Vollgas gegeben hat, um das wegzuwerfen. Sehr gut, finde ich gut. Haie hat aber überlebt, die Sau auch, die St. Vincent auch. Ist ein bisschen... Wenn man sieht, wie schnell manche Leute sterben, dann fragt man sich schon, mit welcher Ambition hier gefahren wird. Wahrscheinlich keine guten teilweise. Wir haben 83.000 mit 80.000 an Bränden. Wir haben Torpedos 14.000. Wir haben Sekundärartillerie 30.000. Wir haben in Summe noch 168.000 Hauptbatterie mit dazu. Wobei natürlich die AP das Große übernommen hat. Fast zweimal so viel wie die Sprenggranaten. In Summe sind es fast 300.000. Schade, dass man daran nicht vorbeigekommen ist. Das erinnert mich an eine tragische Begebenheit mit meiner Mecklenburg. Aber ja, das nächste Mal Strandparty. Ich bin in Gedanken bei dir. Mir ging es genau gleich. Hier haben wir den Kapitän und ihr seht, das ist ein Sekundärartilleriebild. Ist von der Schliefen. Ja, wie gesagt, ich habe meinen extra Kapitän, nicht den Lütjens. Den Lütjens habe ich auf der Schliefen belassen. Aber hier habe ich einen extra Überlebensbild mit weniger Branddauer etc. Ich sage immer, jeder kann, wie er möchte. Aber man sollte immer ein bisschen unterschiedlich fahren, wenn es geht. Dann hat man für jedes Schiff was anderes. Ich sage dennoch vielen lieben Dank, Strandparty, fürs Einsenden. Dankeschön fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann wieder, na, ich würde sagen, im nächsten Gefecht. Ciao.